Ja, heute geht es mal darum, um unser UFO aufzubauen. Und wir sind schon, flieg doch jetzt nicht um. Oder bist du eigentlich verkehrt rum? Ja, du bist verkehrt rum. Naja, okay. Es geht um unsere Labkraftlampen und die werden jetzt heute angebaut. Wir haben die aus, die sind so bei Rettungsfahrzeugen und so weiter, wird das ganze Zeug da drauf gebaut. Und wir sind ziemlich glücklich, dass wir können ja schon mal rübergehen dabei. Wir sind ziemlich glücklich, dass wir das Zeug eben anbauen dürfen. Und einen haben wir eben schon angebaut hier oben. Und so sieht das Endprodukt zum Schluss dann aus. Ich weiß nicht, ob ihr das so richtig gut sehen könnt. Wir haben es schon wieder super dunkel. Es ist 12 Uhr Mittag. Das hört sich ein bisschen komisch für euch an wahrscheinlich. Also 12 Uhr Mittag. Also ihr müsst euch das mal vorstellen. Sowas wie Licht gibt es hier in Schweden einfach ab September nicht mehr. Da ist dann Lichtschalter, pop, ist dann aus. Und dann ja, sieht es halt anders hier aus. Ne? Wir haben jetzt, ja, also für Anfang Oktober ist es ganz klar, knackige minus 2 Grad. Also es ist richtig sommerlich. Also die Einheimischen laufen jetzt mit dem T-Shirt rum. Ansonsten ja immer nur nackt, weil es sonst zu heiß ist. Aber was willst du machen? Ne? Wir haben jetzt, ich kann euch das mal zeigen. Ich lege das mal kurz hier ab. Also, Vorsicht Mikro. Jacke 1, Jacke 2, Hemd, T-Shirt, Unterhemd und eine Skihose. Und wir frieren wie die Sau. Das ist, also vor allem der Wind. Also der Wind, der macht's aus, das ist der Hammer. Da macht das Arbeiten richtig schön Spaß. Und das Schöne daran ist, ich weiß nicht, ich zeig da gleich mal. Das Ding ist, dass die Finger offen werden, also dass die Haut abgeht. Und dann kannst du nicht einmal mehr, die Dinger, also die Knöpfe zumachen. So, wer keine Knöpfe zumachen kann, wie will der denn dann bitte arbeiten? Das geht doch gar nicht. Das ist dann immer so, wie so ein. Ich kann die Schraube nicht anlangen, das geht nicht. Mir kommt es ein bisschen so vor wie damals beim One Moon. Wir gehen schon mal auf die andere Seite. Wie beim One Moon, da war ich eine Mondzeit in der Nähe der Ukraine, in der Wildnis draußen und nur mit dem, was dir die Natur gibt. Das bedeutet, du hast eine Hose und ein T-Shirt und ansonsten beziehst du alles von draußen und hast dein Messer mit dabei. Und da war es auch nach ein paar Tagen, weil es eben da auch ja kurz vor November war, arschkalt und die Finger waren irgendwann so blutig, dass du nicht einmal mehr deinen Hosenknopf zumachen konntest. Es war die Hölle. Und so ähnlich fühlen wir uns auch gerade. Und dann dieses Rumhantieren immer auf ganz hohen Höhen, dass man jetzt da die ganze Zeit rumhantiert wie so ein kleines Klammeräffchen und dann seine Konterklick anmontiert, also das sind die Kabeldurchführungen. Wo ist denn jetzt dieser Gummi? Ah, da ist der Gummi. So, da musst du dir immer vorher alles zusammensuchen und und. Das ist schon. Also wenn sich das oder wenn das jemand alles sich besorgen müsste, unmöglich. Wir sagen das, ich weiß gar nicht, wie oft sagen wir das, Franz? Also bei jedem Video? Eigentlich bei jedem Video, ne? Also ich finde es einfach dieses. Jedes Mal, wenn wir was anbauen, bauen wir ungefähr so 300 bis 500 € an. Das fühlt sich einfach so strange an. Also was ich jetzt schon mal hier so zum Besten geben kann, ist, wenn man da so eine Stunde oder eineinhalb hier draußen bei minus 2 Grad arbeitet und lauter feine, filigrane Dinge tun soll. Das funktioniert überhaupt nicht. Die Finger sind absolut im Eimer. Also, das fühlt sich an, als hätte man nur noch Pelz vorne dran. Das soll ja nicht einfach nur doof aussehen, sondern soll dann auch noch halten. Ich finde nicht mal mehr das Loch. Und das passiert mir sonst nie. Okay, das hält. Ich bin mir einfach nicht zu 100% sicher, ob das die beste Idee ist, das zu dieser Jahreszeit zu installieren, währenddessen man schlottert wie ein altes Viech. Ey. Also, ich musste ja da in dem One Moon also viele Fallen aufstellen und da war es ja auch so extremst kalt und da war es ja auch so, wo du gedacht hast, du kannst diese Fallen niemals aufstellen, also diese filigrane Arbeit tätigen, weil deine Finger einfach so exorbitant schmerzen und ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Gefühl nochmal erleben darf, aber
Das ist relativ ähnlich, würde ich sagen, gerade. Hat eine gleiche Klasse, vielleicht noch einen Ticken härter. Einmal testen, fertig. So, dann gehen wir erstmal nach innen. Also hier ist dieses Gummiringchen und es wird von innen drin gekontert. Also das ist die Konterschraube, also von der Kabeldurchführung. Und hinter der Konterscheibe, da tun wir nochmal einen separaten Gummiring aus dem Sanitärbedarf, weil wir dann eben zwei Gummiabdichtungen haben und wir gehen immer auf Redundanzen. Also eine kann ja immer versagen und deswegen ist uns das so wichtig. Also ich zeige das nochmal von Näherem. Hier sieht man das. Und dieses innere Loch, wo die Kabel jetzt hier aufliegt, die füllen wir nochmal komplett mit Silikon auf, um eben dann ein Schleifen beim Rütteln des Fahrens zu vermeiden, sodass eben diese Kabel sich nicht durchscheuern kann. Also das ist für uns nochmal ganz wichtig, weil wenn man jetzt mit der Dichtmasse ganz fest reinspritzt, dann hat man zunächst keine Kältebrücke. Also das ist ja oft, man kennt es bei Schließzylindern zum Beispiel, dass dann diese Schließzylinder anlaufen, weil die nicht mit einer Dichtmasse versehen sind. Und deswegen ist hier der kälteste Punkt im Raum, also unter 13 Grad zum Beispiel. Und dann kommt es zur Tauwasserbildung. Und dann regnet eben der Wasserdampf, der dann eben kondensiert zu Tauwasser, der regnet dann eben an dieser Stelle ab. Und wir wollen auf jeden Fall nicht, also dass es hier abregnet. Und deswegen dichten wir das nochmal mit einer Kentmasse ab, legen die Kabel genau in die Mitte und dann kann sie eben auch sich nicht aufscheuern. Jetzt gehen wir mal einmal nochmal Schritt für Schritt durch, was wir hier eigentlich machen wollen. Also, wir haben jetzt diesen kleinen Würfel mit der Frontkante, die wollen wir ja hier reinbringen. Also müssen wir natürlich auch über das Kabel, der Bagger ist natürlich schön laut, das ist hier halt in Schweden, jeder macht Lärm, deswegen durften wir auch so viel Lärm machen. Ansonsten hätten die uns, glaube ich, alle gekillt. Ja, aber egal, ihr hört mich schon. So, der Würfel kommt jetzt erstmal oben rüber. Der ist relativ eng, ihr dürft ihn aber auch nicht in zwei Teile zerreißen. So, da ist der gute alte Vorführeffekt. Gerade bist du auch reingegangen, also geh jetzt da rein. Also es ist wirklich super, super eng, was für später echt gut ist. So, jetzt ist es wichtig, dass ihr erstmal schaut, wie lange wollt ihr die Kabel haben. Also wenn wir jetzt sagen, hier wäre es, dann brauchen wir es ein bisschen kürzer, dass wir dann eine gute Schlaufe bilden können und dass wir es nach oben geben können. Eigentlich hätten wir entschieden, es ist zu laut. Jetzt war es wieder leise. Schöne Sache. Also ich kann es euch aber nochmal erklären. Hier habt ihr diese zwei Kanten. Und wenn es geöffnet ist, dann nehmt ihr den Würfel, dass die Öffnung, also dieser Schlitz, wo ihr die Kabel eingeführt habt, dass der dann nach unten zeigt. Und dann verschließt ihr das mit der Rohrzange und müsst aber gleichzeitig auch noch mit den Fingern hier zusammenpressen, dass wirklich beide Klickmechanismen reinklicken. Ist relativ einfach, aber wenn man es nicht weiß und es gibt keine Beschreibung dazu, dann eben Rohrzange zusammenklicken, dann habt ihr diesen Würfel schön drin. So, ich bin mal kurz abgetaucht. Dann würdet ihr jetzt den Würfel so setzen, dass es nach unten schauen würde. Gebt den durch euer Loch. Müsst den natürlich nachher festhalten, aber wir wollen ihn jetzt noch abisolieren. Dann isolieren wir das ab. Ich habe das auf der Knipex-Zange, also ihr seht es jetzt hier, habe ich das genau auf meine Millimeter von meinen Vago-Klemmen. Also ich habe hier solche Vago-Klemmen, die ich natürlich nicht eingesteckt habe. Aber das kann ja auch mal vorkommen. Habe ich die Vago-Klemmen jetzt da? Ich habe 14 Taschen. In irgendeiner Tasche muss das doch sein. Ich schreie mal ganz kurz. Jania! Jania? Ja. Ich bräuchte mal zwei Vago-Klemmen von vorne auf dem anderen Podest. Ja. Genau. Dann isolieren wir ab. Das ist halt eben bei diesen Automatiksystemen ist das genial. Ich zeige es euch mal. Also ihr steckt es rein, klackt hinten auf diese rote Markierung auf. Dann greift vorne dieser Greifer. Hier sind die Messer.
Die sind genau justiert auf das, wie tief sie schneiden dürfen. Ihr macht einmal Klicks und fertig ist der Lack. Und dadurch geht es natürlich deutlich schneller. Klar kann sich nicht jeder dieses Material leisten. Das ist logisch. Und wir haben das alles gestellt bekommen. Aber warum Elektroniker so schnell arbeiten können, das liegt an solchen Zangen. Das ist ein geiler, heißer Scheiß auf jeden Fall. So, mein geiler, heißer Scheiß da unten. Warte, kannst du mal nach unten filmen? Da kommen gerade die Vago-Klemmen angeliefert. So, da haben wir eben Vago-Klemmen. Die sehen so aus. Jetzt muss ich mit meinen eiskalten Fingern das noch hinbekommen. Die sehen so aus. Und das Schöne an diesen Vago-Klemmen ist, dass die eben auch Litzen verarbeiten können. Und warum ist es so wichtig, dass es Litzen sind? Weil eben viel Bewegung auf dieses ganze System kommt. Und es bedeutet, wenn ihr dieses System habt und da kommt die Bewegung drauf, dann würden die anderen Kabel brechen. Und das wollt ihr natürlich nicht. Also ihr wollt ja nicht, dass nach einer Woche oder zwei, wenn ihr rumdüdelt oder rumfahrt, dass ihr dann eben kein Lichtlein mehr habt. Das ist ja kacke, ne? Deswegen schön die Vago-Klemmen verwenden mit Litzenkabel. Eben die guten, was auch immer die guten sind. Wir haben da auch erstmal verkehrte geliefert bekommen, währenddessen wir genau die Produktbezeichnung 221 angegeben haben, haben wir 305, glaube ich, gekriegt. Das kann ja mal vorkommen. Ne? Ist ja auch nicht so schlimm. Ne? So, dann haben wir jetzt als nächstes unsere Lampe. Das ist die Labkraftlampe. Die heißt SI6. Das haben wir gestern, glaube ich, gelernt, dass die SI6 heißt und nicht S16. Aber das I sieht halt aus wie eine 1. Vielleicht haben wir deswegen auch gedacht, es ist eine 1. Aber das kann ja auch mal vorkommen. So. Also wir haben hier die Schweißbolzen angebracht, also dass wir die Wand nicht penetrieren müssen und versuchen das jetzt mit dem Moosgummi aufzufädeln. Wenn das klappt, wenn nicht, dann verwenden wir einfach ein bisschen Gewalt. So, jetzt haben wir das erstmal drauf. Da wir ja hier jetzt nicht reinschrauben können, weil diese Schrauben zu groß sind, haben wir uns eine andere Lösung überlegt, also langmuttern, und haben oben eine kleine Schraube abgeflext und reingeschraubt, dass wir es reinschrauben können. Diese Öffnungen sind leider so klein, dass man nur mit Blechschrauben hier reingehen kann. Dieser Stahl ist aber 4 mm dick. Und da kommst du mit einer Blechschraube überhaupt nicht daher. Also mussten wir uns eine andere Lösung einfallen lassen. Wie eigentlich die ganze Zeit. Aber das ist ja auch scheißegal. Das dauert halt einfach. So, da müsst ihr jetzt nicht unbedingt komplett zuschauen, aber ich kann euch einmal zeigen, wie die Idee ist. Man schraubt rein und fertig ist der Lack. Jetzt könnt ihr nochmal den Trick 18 sehen. Also man muss sich immer ein bisschen zu helfen wissen. Scharnier macht man gerade wieder innen drin Terror. Die gute alte Terror Lady. Und da haben wir jetzt eben diese kleine Schraube, die hoffentlich jetzt nicht runterfliegt. Und diese Schraube ist dafür zuständig, dass wir das überhaupt hier reinschrauben können. Das ist die geniale Idee von Dr. Knopfhoff. Also wir haben jetzt erst mit einigen Leuten gesprochen, die aufgegeben hatten und gesagt haben, boah, also wir haben angefangen, einen Van umzubauen und irgendwann haben wir gemerkt, boah, das ist zu anstrengend, das bedeutet zu viel Zeit und wir packen das alles nicht. Und also ich muss schon sagen, also ich kann das echt sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn die Leute dann einfach sagen, hey, nee, scheiß die Wand an. Ich habe das Ding gekauft, aber jetzt bin ich 198 Jahre alt und habe das Ding immer noch nicht fertiggestellt. Ich glaube, ich höre jetzt einfach auf. Also kann ich nachvollziehen. Und auch diesen Frust dahinter. Weil du hast ohne Ende Zeit investiert und boah, scheiße. Ja, du hast ohne Ende Zeit investiert und es bringt dir einfach nichts. Das ist echt ein bisschen kacke, ne? Ja, man sollte Außenleitungen nicht in solchen lustigen Vago-Klemmen tun.
jeder Elektroniker wird jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und uns töten wollen. Und ich stehe drauf. Das macht mich richtig scharf. Das ist richtig geil. Aber ihr müsst keine Angst haben. Also es gibt ja entweder diese Gelkissen, wo man die dann reinpresst und dann sind die wasserdicht. Die kosten $10. Oder man nimmt einfach eine blöde Dichtmasse, knallt die außen rum. Dann ist sie zum Beispiel mit einer Kenntmasse bis 120 Grad Celsius abgesichert. Dann können wir selbst durch die Atacama-Wüste durchheizen und das Ding hält immer noch. Ne? Man muss ja an alles denken. Wenn ihr überlegt mal, in der heißesten Wüste wird der Boden bis zu 70,7 Grad heiß. Also das wurde schon gemessen. Das hat natürlich nichts mit der die Oberflächentemperatur, das hat natürlich nichts damit zu tun, wie warm es dann im Schatten ist, sozusagen. Aber was dann auf ein Kfz zukommt, ne, das kann man dann an dem heißesten Punkt relativ gut erkennen. Und ja, durch das, dass wir halt eben die abgelegensten Orte eben auch ja, kennenlernen wollen, kann es natürlich auch wirklich dazu kommen, dass wir eben in so heiße Regionen kommen. Und wir wollen ja nicht, dass uns dann die ganze Suppe hier schmilzt. Und wenn man das kleine Drähtchen hier anschaut, was hier verbaut ist, stellt euch mal vor, ihr würdet das durch das Blech durchlegen. Das ist innerhalb von 2 Minuten einfach weggeribbelt und dann habt ihr überhaupt kein Licht mehr. Und das ist ja auch scheiße. Das bedeutet, wir machen das jetzt mit Panzertape einmal rum bis zum nächsten Frühjahr, holen uns die Geleinlagen, die werden wir schon irgendwie herbekommen und dann silikonieren wir die ganze Sache noch hoch. Man kann das da drüben sehen, dreh dich einmal um, wie wir das gemacht haben. Das wird dann einfach nach oben geschoben und dann passt der ganze Lack. Und genauso machen wir es hier auch, aber das ist nicht mein Job, da kommt jetzt der Franz ins Spiel. Thank you.